Eins. Willkommen zu Telebörse Facebook Live hier aus Davos vom Weltwirtschaftsforum. Der letzte Tag, der große Tag, an dem die Rede von Donald Trump stattfindet. In wenigen Minuten ist es soweit. Sandra Navidi ist bei mir. Sandra, du beschäftigst dich viel mit Donald Trump. Was erwartest du heute von der Rede? Donald Trump vorherzusagen ist immer äußerst riskant, weil er sehr unberechenbar ist. Aber ich denke, dass er möglicherweise etwas positiver sein wird, als das gemeinhin erwartet wird. Er wird Bewerbung machen für die Vereinigten Staaten. Er wird versuchen, Business dorthin zu bekommen und Investments. Und er wird natürlich versuchen, diesen Erfolg, den die USA jetzt auch gerade in letzter Zeit gesehen haben, als den eigenen zu verkaufen und für sich selbst Werbung zu machen. Er hat aber ja schon ein bisschen für Furore gesorgt, bevor er angereist ist. Es gab die Strafzölle auf Waschmaschinen und Solarpaneele. Er hat der Türkei gedroht. Also wie nimmst du das wahr? Ja, Donald Trump definiert sich durch Kontroverse immer im Kontrast zu anderen, also zum Beispiel zu den Eliten, zu dem Establishment. Er macht immer genau das Gegenteil von dem, was eben die Allgemeinheit macht, um sich dadurch hervorzuheben und zu definieren und nicht zuletzt auch, um abzulenken, vor allen Dingen auch von seinen rechtlichen Problemen. Wir haben ja gesehen, über Nacht kam die Nachricht heraus, dass er doch ganz kurz davor war, den Sonderermittler Müller zu entlassen. Das heißt, wir sind ganz knapp an einer Verfassungskrise entlanggeschlittert, wie ich auch davor gewarnt habe. Zwar kann der Präsident den Sonderermittler entlassen, wenn dafür ein guter Grund vorliegt. Nicht aber, um eine Ermittlung, die ihn selbst betrifft, abzuschneiden oder aber zum Beispiel andere, als Beispiel jetzt nur mal zum Beispiel Bestechung, wenn er Geld dafür bekommen würde. Also es gibt definitiv Gründe, warum er das nicht machen kann. In diesem Fall gab es keinen Grund. Deswegen war dieser Rechtsanwalt im Weißen Haus, der dritte Offizielle schon, der sich Anweisungen Donald Trumps entgegengesetzt hat und gesagt hat, das mache ich nicht, sonst trete ich zurück. Und das sind alles Leute aus seiner eigenen Regierung. Jetzt ist ja, du bist ja sehr oft schon hier in Davos gewesen und die letzten Tage war es hier sehr voll. Heute könnte man den Eindruck haben, es ist leerer drin im Kongresszentrum, ist es sehr voll. Viele Autos kommen ja einfach nicht mehr rein. Wie hast du hier in diesem Jahr die Stimmung erlebt im Vergleich zu den vergangenen Jahren, jetzt wo Donald Trump in diesem Jahr hier ist? Ich würde sagen, es war ein merkwürdiges Paradox von Optimismus, aber eben auch eine gewisse Beklemmung im Blick auf die Risiken, die größer waren, vor allen Dingen die geopolitischer Natur. Das heißt, man hat eine komische Mischung, dass auch die Unternehmenslenker alle für sich selbst Erfolge zu verbuchen hatten und auch einigermaßen positiv in die Zukunft schauen, weil man eben auch viele der Risiken, insbesondere der geopolitischen, gar nicht richtig berechnen oder vorhersehen kann. Ich hatte den Eindruck, dass jetzt gerade die Steuerreform von Donald Trump hier sehr gut angekommen ist. Ja, hier sind ja sehr viele Milliardäre und ich habe mit einigen von ihnen gesprochen und die waren alle, haben sich natürlich sehr gefreut und haben das auch so genau gesagt. Die Folgen, die das hervorrufen wird, die wachsende Ungleichheit zum Beispiel, da spricht man dann auf der anderen Seite öffentlich drüber. Ja, das ist hier so ein bisschen so dieses Paradoxon in Davos, oder? Ja, also das ist nicht so ganz vereinbar und ich glaube, das ist vielleicht auch schwierig und menschliche Natur, dass man seine eigenen Interessen zunächst einmal sieht und verfolgt und die entgegensetzt mit diesen etwas abstrakteren, allgemeineren Problemen, die irgendwo auch in der Zukunft liegen, also dass die Ungleichheit jetzt immer mehr weiter zunehmen wird, auch vor allen Dingen durch die Steuerreform in den USA, was ironisch ist, wo Donald Trump sich als Anwalt des kleinen Mannes geriert und im Grunde genommen ergibt ein paar ganz moderate Steuer, kleine, sagt man, Tropfen für die Allgemeinheit, aber den größten Anteil der Steuerreform an Gewinnen haben die obersten Prozent, das oberste Drittel, ganz klar. Wie geht's für dich jetzt hier weiter in Davos? Schaust du dir die Rede gleich an? Ich muss sie leider anhören zumindest, und um sie dann auch kommentieren zu können und Analysen fertigzustellen. Ansonsten habe ich noch einige Treffen heute Nachmittag, noch einige Medientermine, noch einige Freunde und dann heute gegen Abend wird es freier und dann treffe ich eben auch Freunde hier. Ja, da viel Spaß und wir sind gespannt, was die Rede von Donald Trump gleich bringt.